Moin aus Hamburg. Wir haben heute ein kleines Special für euch vorbereitet. Die Hinrunde der Fußball-Bundesliga ist absolviert. Grund genug für uns, die Tops und Flops dieser ersten Saisonhälfte herauszuarbeiten und euch zu präsentieren. Kurzer Hinweis vorab, alle Statistiken, die wir heute bemühen, beziehen sich ausschließlich auf den Wettbewerb Bundesliga. Wir starten mit den Tops der Hinrunde in der Bundesliga 2020-2021 und dort mit dem VfB Stuttgart, den Young Guns, wie man sie nennen könnte, Namen wie Nicolas Gonzalez, Silas Wamangituka, Wataru Endo und Tanguy Koulibaly haben die Liga aufgemischt. Der VfB ja mit Ach und Krach letztes Jahr aufgestiegen. Viele glaubten an eine schwierige Saison, doch mit den jungen Spielern hat Stuttgart eine bemerkenswerte Unbekümmertheit an den Tag gelegt. Höhepunkt sicherlich 5:1 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Die jungen Spieler kaum in den Griff zu bekommen, Silas, Gonzalez und Koulibaly wirbeln offen. Und in der Mittelfeldzentrale ist er hier, der Mann, der die Fäden zieht, Endo, auf Seiten der Stuttgarter. Das 0:3 bei Arminia Bielefeld zum Abschluss, sicherlich ein Ausrutscher. Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo ist top eingestellt und vor allem auswärts richtig, richtig stark. Wir schauen mal auf zwei junge Leistungsträger. Silas Wamangituka, 16 Spiele für den VfB, 9 Tore, 3 Assists. Das ist seine Bilanz aus der Hinrunde, der 21-jährige Rechtsaußen, inzwischen schon bei 10 Millionen Euro Marktwert angelangt. Nicolas Gonzalez, 11 Spiele für ihn, dabei 6 Tore, 2 Vorlagen, fehlt ja leider einige Spiele verletzungsbedingt, der Linksaußen, aber ist ein richtig, richtig starker Spieler, den sie da nach Stuttgart gelotst haben. Marktwert inzwischen 16,0 Millionen Euro. Weiter geht's mit einem Gladbach-Duo. Lars Stindl und Jonas Hofmann haben eine richtig gute erste Saisonhälfte gespielt. Lars Stindl, ja er, im April 2019 noch einen Schienbeinbruch erlitten. Mittlerweile besser denn je. Der Kapitän der Borussia ist ein sehr wichtiger Bestandteil im Team von Trainer Marco Rose. Verlängerte erst im Dezember seinen Vertrag. Wir haben ein paar Statistiken. In allen Spielen in der Hinrunde kam er zum Einsatz. 9 Tore und 5 Vorlagen steuerte er bei. Dabei 33 Torschüsse insgesamt, das sind die meisten im Team von Gladbach und 23 Torschussvorlagen. Also man kann sagen, auch wenn es für Gladbach noch nicht optimal läuft in dieser Saison mitunter, Stindl ist ein absoluter Leistungsträger und spielte herausragend. Jonas Hofmann, er auch richtig gut in Fahrt, debütierte im Oktober erstmals für die deutsche Nationalmannschaft, kann sich bei Borussia trotz hoher Konkurrenz auf seiner Position sehr gut behaupten. Aktuell auf einem Marktwert-High von 14 Millionen Euro, hat seit seinem 8-Millionen-Wechsel vom BVB sich ständig verbessert, kam in 11 Spielen bislang auf 4 Tore und 6 Vorlagen, darunter unter anderem ein Doppelpack gegen die Bayern und auch in der Champions League gegen Inter Mailand getroffen, also eine starke Hinserie des 28-Jährigen von Borussia Mönchengladbach. Weiter geht die wilde Fahrt. Union Berlin war wohl die Überraschungsmannschaft der Hinrunde. Platz 6 mit 28 Punkten, wohlgemerkt nur ein Punkt hinter Borussia Dortmund. Wohl niemand hat mit einer so starken zweiten Saison des Aufsteigers gerechnet. Zumal ein großer Umbruch vor der Saison vollzogen werden musste. 14 neue Spieler, mehr als 10 Spieler haben den Verein verlassen. Aber vor allem gegen die Top-Teams hat man sich sehr stark präsentiert. Gegen Dortmund und Leverkusen gab es jeweils einen Sieg, gegen Bayern eine Punkteteilung und nur gegen Leipzig gab es ein 0:1 am letzten Spieltag der Hinrunde. Gründe für den Erfolg, einer sicherlich Max Kruse. Neben der mannschaftlichen Geschlossenheit und den Grundtugenden, die Eisern Union immer wieder an den Tag legt, war die Top-Verpflichtung von Kruse sicherlich sehr, sehr wichtig. Viele haben sich gefragt, warum geht er zu Union nach der Vertragsauflösung bei Fenerbahce, aber er hat mit Leistung bis zu seiner Verletzung zurückgezogen. 10 Spiele, 6 Tore, 5 Vorlagen, gute Hinrunde bis zu seiner Verletzung. In der Defensive sicherlich ein wesentlicher Faktor. Marvin Friedrich gehört zu den besten Innenverteidiger in der Hinrunde. 62,25% seiner Zweikämpfe hat er gewonnen. Das ist Platz 8 ligaweit. Zudem noch keine Spielminute verpasst und immerhin schon 4 Saisontore als Verteidiger erzielt.
Robert Lewandowski, er bleibt das Maß aller Dinge in der Fußball-Bundesliga. 16 Spiele in der Hinrunde, 22 Tore, eine unfassbare Bilanz. Das ist Rekord zu diesem Zeitpunkt in der Fußball-Bundesliga. Und obwohl Bayern auch gerade zuletzt kleine Schwächephasen hatte, Lewa traf trotzdem so gut wie immer. Er hat nur in 3 Spielen, in denen er auf dem Platz stand, nicht getroffen. Wie gesagt, 22 Tore, dazu 5 Torvorlagen in 16 Spielen. Das ist eine grandiose Bilanz für den 32-jährigen polnischen Nationalspieler. Große Fußstapfen, könnte man sagen, vielleicht einmal für Youssoufa Moukoko. Der feierte in der Hinrunde sein Pflichtspieldebüt für den BVB, ist damit zum jüngsten Bundesliga-Profi aller Zeiten geworden und auch zum jüngsten Torschützen. Er erhält bereits mit 16 Jahren regelmäßig Einsatzzeiten in der Bundesliga und auch der Champions League. 8 Spiele, 1 Tor, bislang die Bilanz des Youngsters. Hier haben wir noch mal ein paar Statistiken zu ihm. 10 Millionen Euro inzwischen schon sein Marktwert. Auch da hat er einen großen Sprung natürlich gemacht und bislang, wie gesagt, 8 Spiele, 1 Tor. Etwas weiter in seiner Karriere ist Florian Wirtz schon, auch er immer noch 17 Jahre jung, aber hat eben zumindest in der letzten Rückrunde schon in der Bundesliga mitgewirkt. Sicherlich das Top-Talent bei Bayer 04 Leverkusen. Er setzt Kai Havertz nach dessen Abgang quasi 1:1 und das ist schon unfassbar abgeklärt mit 17 Jahren. Technisch starker Spieler, 14 Spiele in der Hinrunde, 3 Tore, 5 Vorlagen, richtig gut. Während seiner Verletzungspause schwächelte Leverkusen auch ein bisschen zuletzt, kaum war er wieder zurück, hat er prompt den Siegtreffer gegen Dortmund erzielt. Frage an euch, was war euer persönlicher Top-Moment, Top-Spieler, Top-Team in der Hinrunde? Schreibt es gerne in die Kommentare. Für mich persönlich als Freiburg-Anhänger muss ich ja sagen, Vincenzo Grifo und der SCF mit einer tollen Serie am Ende der Hinrunde sicherlich auch vorne mit dabei. Derweil machen wir aber weiter mit den Flops in der ersten Saisonhälfte, wenn man so möchte. Und starten dort mit RB Leipzig und einem Akteur der Bullen. Alexander Sørloth hatte keinen optimalen Beginn beim neuen Arbeitgeber, wurde er als Ersatz für Timo Werner verpflichtet. Sicherlich ein ganz anderer Spielertyp als Timo Werner. Groß und bullig ist der Norweger. RB bezahlte 20 Millionen Euro Ablöse für den 25 Jahre alten Stürmer. Bei Trabzonspor in der vergangenen Saison viele Tore erzielt. Zuvor bei Crystal Palace in der Premier League nicht so richtig glücklich gewesen. In der Bundesliga jetzt auch noch nicht angekommen. Häufig nur Joker. 15 Mal kam er insgesamt zum Einsatz. Oftmals weniger als 30 Minuten. Ein Tor nur erzielt, noch kein Assist. Also man kann nur hoffen, dass er sich in der Rückrunde steigern kann. Weiterer Flop aus unserer Sicht, die Last-Minute-Transfers der Bayern vor dem Saisonbeginn. Es wurden ja einige Spieler noch am Deadline-Day verpflichtet. Klar, die waren hauptsächlich für die Breite geholt worden, dennoch konnte keiner eine wirklich wichtige Rolle einnehmen. Zum Beispiel Marc Rocker. Zuletzt war er der Unglücksrabe beim Elfmeterschießen im Pokal gegen Kiel, verschoss dort den entscheidenden Elfmeter. In der Bundesliga erst 2 Spiele gemacht, in der Champions League auch schon mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Douglas Costa, bei ihm gibt es Gerüchte über einen Leihabbruch, kaum gescored in den ersten Spielen, kann nicht an seine starken Anfangszeiten seiner ersten Bayern-Zeit anknüpfen. Erik-Maxim Choupo-Moting wurde ebenfalls zurückgeholt in die Fußball-Bundesliga. Den kann man wohl am wenigsten von den Last-Minute-Transfers kritisieren. Kaum Spielzeit bekommen, allerdings, wenn er auf dem Platz war, auch nicht allzu viel Torgefahr von ihm ausgegangen. Und zum Abschluss dieses Bayern-Quartetts Borna Sarr. Selbst wenn Pavard verletzt ist oder nicht so gut spielt, wurde eher Kimmich auf dieser Position eingesetzt. Entsprechend kaum Spielzeit für Sarr. Und wenn er gespielt hat, war er doch eher ein Unsicherheitsfaktor beim Rekordmeister. Welches Team darf nicht fehlen, wenn es um die Flops in der Hinrunde geht? Ganz klar Schalke 04, für uns alle wahrscheinlich der Flop der Hinrunde in der Bundesliga. Nur knapp vorbeigeschrammt am Negativrekord von Tasmania Berlin. Der erste Sieg der Saison gelang erst am 15. Spieltag gegen Hoffenheim. Saisonübergreifend die Sieglosserie noch deutlich, deutlich länger. Auch schon 2 Trainer in dieser Saison entlassen. David Wagner begann zu Saisonbeginn auf der Bank, wurde dann rausgeworfen. Dann folgte Manuel Baum, hatte ebenfalls nicht viel mehr Glück auf dem Trainersessel und nun inzwischen ist Christian Groß, der erfahrene Schweizer, auf der Trainerbank von S04. Schauen wir mal, wie es ihm in der Rückrunde gelingt.
Und auch Jochen Schneider ist in der Führungsetage häufig aufgrund seiner Entscheidungen in die Kritik geraten. Nun möchte man versuchen, sich mit Allstars irgendwie zu retten und den Klassenerhalt noch hinzukriegen. Es war die schlechteste Hinrunde der Vereinsgeschichte. Mal schauen, wie es in der Rückrunde aussieht. Nicht allzu viel besser lief es in der Hinrunde für Mainz 05. Die haben auch als Team komplett enttäuscht. Nur 7 Punkte aus 17 Spielen geholt. Dazu eine Tordifferenz von minus 21. Ebenfalls wie S04 auch schon den Trainer in dieser Saison entlassen. Ja, es gibt auch keine wirkliche Aussicht auf Verbesserungen. Das letzte Spiel der Vorrunde ging mit 0:2 gegen Wolfsburg verloren. Insgesamt kann man sagen, Schalke und Mainz. Noch nie hat ein Team mit weniger als 9 Punkten nach der Hinrunde die Klasse gehalten. Zwei andere Akteure haben sich mit unrühmlichen Taten in der Hinrunde verewigt. Markus Thuram und Ozan Kabak, beide mit Spuckattacken aufgefallen. Natürlich ein absolutes No-Go und ein Flop-Moment sicherlich dieser Hinrunde. Thuram im Spiel gegen Hoffenheim spuckte Gegenspieler Posch ins Gesicht. 6 Spiele Sperre, natürlich absolut zu Recht. Das hätte auch mehr sein können. Geht natürlich gar nicht, hat beim Fußball nichts verloren. Ozan Kabak wiederum im Spiel gegen Werder Bremen gegen Augustinsson. Er spuckte zumindest auch in die Richtung des Bremers natürlich eine krasse Unsportlichkeit. Der DFB-Kontrollausschuss wertet die Aktion genauso und gab ihm 4 Spiele Sperre. Julian Brandt, und damit wird es wieder sportlich, konnte beim BVB in der Hinrunde immer noch nicht richtig überzeugen. Er kam meist nur von der Bank aus. Bei Startelf-Einsätzen konnte er ebenfalls nicht brillieren. Es wurde zuletzt darüber spekuliert, dass der BVB bereit sei, ihn bei einem passenden Angebot sogar abzugeben. Auch durch den Trainerwechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic hat sich an seiner Situation bei Dortmund nicht allzu viel geändert. 16 Spiele, ein Tor, eines ist. Er kann sicherlich viel mehr, der 24-jährige Nationalspieler, Marktwert immer noch bei starken 35 Millionen Euro. Vor der Saison hatte man bei Hertha BSC natürlich ganz andere Erwartungen. Nun ist der selbsternannte Big City Club auf dem Boden der Realität gelandet. Enttäuschender Platz 14 nach der Hinrunde in der Tabelle. Im letzten Winter noch die höchsten Transferausgaben gestemmt. Im Sommer auch wieder ordentlich zugeschlagen, aber es kommt einfach nichts dabei rum. Auch der Trainer Bruno Labbadia sitzt nicht mehr allzu sicher im Sattel. Eine ebenfalls schwierige Halbserie hat Florian Niederlechner beim FC Augsburg hinter sich. In der letzten Saison war er noch sowas wie die Lebensversicherung des FCA mit 13 Toren und 8 Vorlagen in 33 Saisonspielen. Dieses Jahr mit einer Ladehemmung. Niederlechner hat gar nicht getroffen bislang. 0 Tore, 2 Vorlagen in den bisherigen 15 Spielen, in denen er zum Einsatz kam. Das ist sicherlich keine gute Statistik und Bilanz für den 30 Jahre alten Stürmer. Und zum Abschluss haben wir noch Niklas Süle für euch, auch einer der Verlierer beim FC Bayern in der Hinrunde. Boateng galt ja schon lange als abgeschrieben und ist inzwischen zurückgekehrt, wird häufiger eingesetzt als Süle, der nach seinem Kreuzbandriss einfach noch nicht zur alter Stärke zurückgefunden hat. Nur 7-mal kam er in der Startelf bislang zum Einsatz. Frage zum Abschluss an euch: Was waren eure Flops in der Hinrunde? Seid ihr mit unserer Auflistung der Redaktion zufrieden, einverstanden oder nicht? Gerne in der Kommentarspalte kommentieren. Ansonsten danke fürs Zuschauen, gerne ein Like da lassen oder uns abonnieren. Und wir haben jetzt noch 2 Links für euch. Einmal oben klicken für die Playlist Transferticker und einmal unten für unser aktuellstes Video. Bis bald, macht's gut.